Hallo, hier ist wieder euer rasender Reporter Robert Vogel. Heute ist der 30. April und der neueste Nardenien-Report kommt dieses Mal aus Bonn. Hinter mir im Maritim Hotel findet dieses Wochenende die sogenannte Federation Convention statt. Das ist Europas größte Science-Fiction-Fantasy-Media-Veranstaltung. Hier trifft sich einfach alles in puncto Science-Fiction, was Rang und Namen hat. Und natürlich ist auch Nardenien hier vertreten. Hier hat Nardenien Stellung bezogen und Ben, gut, dass ich dich erwische hier. Erzähl doch mal, wie ist hier auf der Federation Convention Nardenien vertreten? Ja, erstmal haben wir diesen Stand hier aufgebaut, haben einigen von unseren Modellen hier präsentiert, neue und einige alte. Und heute Morgen gab es eine Pressekonferenz, da hat Jack so ein bisschen das Projekt vorgestellt, wo wir gerade stehen, ein bisschen was über den Postproduktionsprozess erzählt. Ja, im Augenblick sind wir dabei. Das heißt, während wir hier sitzen, sind in Frankfurt etwa 3 Firmen und 30, 40 Leute dabei, den Film fertigzustellen. Wir rechnen damit, im Herbst damit rauszukommen. Und gerade sind wir gekommen von unserem Panel, haben ein einstündiges Panel gehabt, wo wir auch noch mal so ein bisschen Revue passiert haben. Hier sieht man, wie aus dem Storyboard eine fertige Szene wird. Also, gemalt, das Ganze, und also was wir eben gerade gesehen haben, war auch das reale Modell und das ist das 3D-Modell, was jetzt fliegt. Fast alle Raumfahrzeuge, die im gesamten Film vorkommen, kommen schon in diesen ersten 5 Minuten vor. Unser Designer, der Markus, der ist übrigens auch oben und passt gerade auf unsere Modelle auf, der hat es wirklich teilweise ganz schön übertrieben mit diesen Pendels. Der hat das wirklich alles so gebaut, als ob das Ding wirklich fliegen könnte. Der hat jedes Pendel irgendwie eine Funktion, die es bei einem echten Flugzeug aufgibt. Aber so kann man sich auch austoben. Jetzt sind wir hier im dicksten Getümmel. Es sind mehrere tausend Fans hier, die ihre Stars von bekannten amerikanischen Science-Fiction-Serien hautnah auf der Bühne erleben wollen. Die Schauspieler werden für Fragen zur Verfügung stehen. Es gibt Autogrammstunden, Workshops, einen Kostümwettbewerb und überhaupt jede Menge Sachen, die das Herz eines Science-Fiction-Fans erfreuen. Und natürlich ist das auch eine tolle Gelegenheit, um Werbung für Nardenien zu machen. So, das war's aus Bonn. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Überblick über diese große Veranstaltung gegeben habe und hoffe, dass ihr auch nächste Woche beim nächsten Nardenien Report wieder mit dabei seid. Dankeschön. Thank you.